Hallo, ich bin Jasmin Kosubek und ich spreche sehr gerne mit interessanten Menschen über interessante Dinge. Und heute bin ich bei Norbert Hering zu Besuch und wir sprechen unter anderem über ihr neues Buch. Ja, ganz so neu ist es gar nicht mehr, ne? Ist schon ein paar Monate auf dem Markt. Oktober. Endspiel des Kapitalismus und natürlich auch über ihren Blog bzw. die Inhalte auf ihrem Blog, die sie auch zum Teil hier drin verarbeitet haben. Ich muss jetzt einmal einräumen, dass ich sie eigentlich zunächst in so eine altlinke Schublade gepackt hatte. Ja, ich war wahrscheinlich wegen des Titels und habe dann nochmal nachgelesen und habe festgestellt, sie haben ja bei der Commerzbank gearbeitet. Sie waren bei der Börsenzeitung und dann auch der Financial Times Deutschland. Das ist ja gar nicht mal so grundauf kapitalismuskritisch. Und frage mich, ob die Erfahrungen dort sie zu dieser grundsätzlichen Kapitalismuskritik geführt haben oder wie sie dann zu diesem Punkt gekommen sind, an dem sie jetzt sind, wo sie sagen, Endspiel des Kapitalismus, wie die Konzerne die Macht übernahmen und wie wir sie zurückholen. Das war eher eine intellektuelle Reise, glaube ich. Also ich habe links angefangen als Jugendlicher, habe dann VWL studiert und in der Zeit, 70er, 80er, da hatten die Neoklassiker, also die jetzt auch herrschende Lehre, voll übernommen. Also man hat da gar nichts anderes mehr gelernt. Das war sehr, sehr einseitig und ich war eben auch ein unbeschriebenes Blatt, bildungsfern aufgewachsen und habe das gelernt und auch geglaubt und war dann also zwar mit einer linken Grundhaltung, aber letztlich mit sehr kapitalismusfreundlichen Einschätzungen letztlich, die ich gelernt hatte in der Welt. Und er war dann bei der Commerzbank in der volkswirtschaftlichen Abteilung, da hat man Konjunkturprognosen gemacht. Dann habe ich Geschäftsberichte mitgeschrieben und Reden geschrieben. Und von da aus, weil mir das Schreiben immer lag, habe ich dann irgendwann den Quereinstieg zum Journalismus gemacht und bin zur Börsenzeitung und war da auch noch sehr Mainstream eigentlich. Das war eher so, es ging schon los vor der Finanzkrise 2008, 2009. Ich weiß, ich habe mein Buch Markt und Macht, habe ich zwar kurz danach rausgebracht, aber schon vorher angefangen. Das war so das Buch, bei dem ich gelernt habe. Also mir fiel irgendwann auf, die Macht fehlt völlig in der Volkswirtschaftslehre und überhaupt auch in der Wirtschaftspolitik wird so getan, als gäbe es die nicht. Und dann habe ich mich auf die Suche nach der Macht gemacht und da praktisch ein neues Studium gemacht und dann irgendwann gelernt, das ist alles ganz anders. Wenn hier steht Endspiel des Kapitalismus, dann sind wir in der Endphase. Das heißt ja, irgendwas wird beendet und es beginnt etwas Neues. Ja. Dann ist das doch eigentlich auch eine Chance, irgendwie was anders zu machen, was neu zu machen in Ihrem Buch. Natürlich gehen Sie auch darauf ein, was man besser machen kann und so, aber ich sag mal, Ihre Aussicht ist etwas verhalten. Was wird denn hier neu gestaltet? Wenn ich das nämlich so lese, dann ist das ja eher so ein Merger, eine Zusammenführung von staatlichen Institutionen und privaten. Ja. Also das wirkt für mich so, das ist quasi die neue Phase, in die wir jetzt reingehen. Das ist für mich die Endphase. Also das ist die zunehmende Machtkonzentration, die zum Kapitalismus gehört, dass Staat und Kapitalinteressen auch immer mehr verschmelzen. Die gehören schon immer zusammen. Also Kapitalismus ist ein Gesellschaftssystem, kein Wirtschaftssystem. Aber es wird einfach immer deutlicher. Also wenn's funktionieren soll, dann darf der Staat auch nicht zu sehr nach der Pfeife des Kapitals tanzen, weil dann kommt eben das, was wir jetzt erleben, extreme Konzentration der Vermögen, zunehmend auch der Einkommen und irgendwann funktioniert das dann nicht mehr. Und in der Phase sind wir jetzt, dass, also auch auf finanzieller Seite, dass
das ganz massiv, wie es eigentlich noch nie gab, und über Jahre Geld ins System gepumpt werden muss, nur dass es irgendwie noch aufrecht zu erhalten ist, weil es aus sich heraus eigentlich nicht mehr funktioniert. Deswegen machen sich die Mächtigen auch Gedanken, was kommt als nächstes. Und meine Analyse ist, dass sie eben ihre Macht immer mehr zementieren wollen, sich vorbereiten auf autoritäres Regieren. Ich nenne es Neofeudalismus. Das ist das, was die Mächtigen, also die Gates Foundation, Rockefeller Stiftung, Weltwirtschaftsforum, das sind so die Haupttreiber in meinem Buch, was die sich so vorstellen. Und dann gibt's eben die andere Möglichkeit, dass, wenn dieses Schneeballsystem zusammenbricht, dass man dann eben auch was Neues, Demokratischeres macht, dass eben den Mächtigen die Kontrolle entgleitet und man dann was Neues, Demokratischeres, nicht kapitalistisches aufbauen kann. Und darum geht's mir auch, weil klar zu machen, dass es was anderes als Kapitalismus eben auch gibt, weil die allermeisten Leute können sich heute gar nichts anderes mehr vorstellen als Kapitalismus. Für die ist Kapitalismus das normale und einzige Wirtschaftssystem. Und deswegen habe ich auch eben ein Kapitel drin, was wie ein anderes System aussehen könnte. Sie haben ja jetzt schon die großen Stiftungen und das World Economic Forum genannt, und dieses Forum war natürlich schon vor der Corona-Krise bekannt, aber spätestens seitdem ist das wirklich in aller Munde, genauso wie der Gründer Klaus Schwab, ne, der so wie eine Art Karikatur des Bösewichts auch irgendwie darstellt. Und ich glaube, mir war nicht klar, wie eng das World Economic Forum mit den Vereinten Nationen tatsächlich zusammenarbeitet. Und da würde ich direkt einmal ins Buch schauen und einen Satz vorlesen, der mir dann doch, also der hat mich sogar überrascht. Genau, hier steht, und das haben Sie aus einem Reader's Guide zu einer Studie Everybody's Business. Sie können das dann wahrscheinlich noch mal etwas einrahmen, besser als ich an dieser Stelle. Und da steht drinne: Die Vereinten Nationen spielen eine Rolle, wenn auch eine, die nicht in der UNO-Charta vorgesehen ist, bei der Umgestaltung der Global Governance im Sinne des Weltwirtschaftsforums. Und natürlich stehen diese Worte, sind die zu lesen auf dem Forum, richtig, also auf der Seite des Forums. Nur auf der Forumsseite nicht mehr. Dort ist es gelöscht worden. Mhm. Ich weiß nicht mehr welche. Es könnte Harvard sein oder eine andere Uni, glaube ich, habe ich jetzt vergessen. Also es gab diesen sehr dicken Bericht Everybody's Business, was irgendwie typisch Weltwirtschaftsforum zweideutig ist, ne? Aufgabe von jedem und auch das Geschäft von jedem, also zum Geld verdienen. Also die Global Governance ist Everybody's Business. Jeder kann damit Geld verdienen oder es ist jedermanns Aufgabe. So sehen die das auch, ne? Dass eigentlich nur gut ist, womit man Geld verdienen kann. Nur das ist nachhaltig. Und das ist ein sehr dicker und sehr wolkig geschriebener Bericht. Und dazu hat ein Professor und ein Team einen Reader's Guide dazu geschrieben, der das interpretiert. Also fürs Weltwirtschaftsforum war auch auf ihren Seiten. Und der ist eben deutlicher. Und da findet man dann solche Sätze, weil ja die Adressaten des Weltwirtschaftsforums, die müssen ja auch irgendwie verstehen, was da los ist. Also die Leute in den Stiftungen und in den Konzernen, und mit diesem Wolkigen geht das halt nicht. Und deswegen gibt es diesen Guide. Und den also als Interpretation. Als sozusagen. Interpretationshilfe, aber der ist halt auch Strategie. Ne? Der ist dann schon wieder eins weg vom Weltwirtschaftsforum. Und wer liest schon auf irgendeiner Uni-Website einen Reader's Guide von einem langweiligen Bericht des Weltwirtschaftsforums? Da kommt eben keiner hin. Ne? Und so wird es dann versteckt, so die deutlichen Sätze. Die Frage, die ich mir stelle, ist das, ich meine, es ist ja möglich, dass sich das Forum das wünscht. Dann interpretiert das ein Professor, stellt das dann auch irgendwie zusammen. Ist ja eine andere Sache, was sich in der Realität dann umsetzen lässt. Aber auch das haben Sie ja ziemlich sauber da auch geschildert.
Und da würde ich Sie auch fragen, ob Sie selber, also erstens können Sie es erstmal erläutern natürlich auch, wie diese UN-Stiftung, die aus dem Privatbereich kommt, und dann der UN-Fonds, der von der UNO gegründet wurde, um eben diese Möglichkeit zu geben, überhaupt diese Gelder auszutauschen, richtig? Also wenn ich das richtig verstanden habe. Erstens würde ich gerne wissen, waren Sie darüber überrascht, dass diese Verbindung schon so institutionalisiert ist? Und inwiefern sehen Sie das, wie soll sich das denn ausspielen? Weil es gibt ja auch in der UNO vor allem die weniger mächtigen Länder, die ja das durchaus kritisieren, was da passiert. Ja, da gab es durchaus Revolten von den weniger mächtigen Ländern, also was Entwicklungsländer heißt. Aber die haben letztlich nichts zu sagen, die sind Geldempfänger. Also es wurde ganz systematisch gemacht. Ja, ich war da auch schockiert, das zu lesen. Ich hatte das noch so im Kopf, dass Ted Turner damals, der Medienmogul, eine Milliarde gestiftet hat, weil die böse Regierung die UN nicht bezahlen wollte. Also die amerikanische Regierung hat ihre Beiträge eingefroren und nicht überwiesen. Und dann hat der gute Ted Turner halt gesagt, ich zahle das. Dabei war das ein abgekartetes Spiel. Also ganz systematisch wurde die UN den Konzernen ausgeliefert, indem die Regierung nicht gezahlt hat. Damit war die UN in großer Geldnot. Und er hat dieses Geld versprochen. Gezahlt hat er nachher nur die Hälfte. Also das war in Aktien versprochen und wurde letztlich auch gar nicht alles bezahlt. Das wurde über diese Stiftungskonstruktion gemacht, damit es überhaupt erlaubt war. Und dann haben noch die Regierungen mitgemacht, indem die Regierungen ihre Beiträge, alles, was über die Pflichtbeiträge hinausging, was ja oft auch an zusätzlichen Spenden und so gegeben wird, nicht mehr direkt an die UN gegeben haben, sondern auch über diese Stiftung. Und diese Stiftung hat natürlich dann auch das Sagen. Also das zeichne ich auch nach, wie viel Einfluss die dann hatte und dass die entscheiden konnte, was mit dem Geld gemacht wurde. Das heißt, die Regierungen haben praktisch zu dem bisschen Geld, was der Ted Turner bereitgestellt hat, ich glaube eine halbe Milliarde war es dann letztlich, auch noch ihr Geld den Privaten dazugegeben, dass die bestimmen konnten, was die UN mit dem Geld, das er dann letztlich bekommt, machen darf. Und das ist immer weiter ausgebaut worden und inzwischen ist die UN in extremer Weise vom Geld der privaten Stiftungen und Konzerne abhängig. Bei der Weltgesundheitsorganisation sind es 80% Spenden, nicht alles von Privaten, auch von Regierungen, aber nur 20% Pflichtbeiträge, mit denen sie selber machen können, was sie selber entscheiden. Zu 80% sind sie abhängig von oft eben Konzernen und konzernnahen Stiftungen. Und dann wundert man sich auch nicht mehr so, was während der Pandemie passiert, wie sehr das so in Richtung des Pharmasektors geht, was da stattfindet. Was bedeutet denn dann diese Konzentration von Macht, die öffentliche Institutionen, die ja eigentlich von Staaten gelenkt werden sollten, das kann man natürlich auch kritisieren, dass bestimmte Staaten ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen. Nur, was bedeutet das denn dann? Klar, war das eine Entwicklung hin, dass die UNO so unterwandert wird, aber so massiv, wie es jetzt ist, war es doch noch nie vorher. Ja, die Konzerne, kann man, wenn man es zuspitzt, sagen, die haben jetzt die Weltregierung, ne? Und das Weltwirtschaftsforum als so Interessenvertretung der Konzerne inzwischen auch anerkannt als internationale Organisation. Also die sitzt mit am Tisch, obwohl es ja ganz klar eine Konzernlobby ist, sitzt sie mit am Tisch und zwar als wichtiger Spieler am Tisch, wenn in der UNO entschieden wird. Also die Konzerne reden mit und das ist auch ganz normal. Die Ideologie, die da vertreten wird und die sich durchgesetzt hat, gepaart mit dem Geld, das kam, ist
es funktioniert sowieso nur, womit man Geld verdienen kann. Und das ist auch richtig so. Also nur, wenn man mit Entwicklungshilfe Geld verdienen kann, ist es auch gut. Ne? Da ein bisschen Geld zu geben, funktioniert ja sowieso nicht. Das Entwicklung passiert nur, wenn die Konzerne irgendwo reingehen und dann Geld verdienen können und dann immer weiter reingehen. Das ist dann nachhaltig. Weil wenn sie keinen Gewinn machen würden, dann hätten sie kein Interesse. Und ohne die Konzerne geht es nicht. Also das ist so die Philosophie. Es ist sowieso nur gut, was den Konzernen nutzt. Und ja, klar, das ist die Sache ist nur die, dass das letztlich der Ausfluss dessen ist, dass sich die Macht und die Gewinne immer mehr bei den großen Konzernen konzentrieren. Und das in einer extremen Weise. Also man muss sich nur klar machen, Apple ist mehr wert als alle börsennotierten deutschen Konzerne zusammen. Die drei größten sind, glaube ich, doppelt so viel wert wie die 50 größten europäischen Unternehmen. Das heißt, und das ist ja nicht irgendwie unwichtig, sondern in diesem Unternehmenswert sind ja praktisch alle künftigen Gewinne bewertet. Ne? Das ist der Wert, den man heute an der Börse für ein Unternehmen aufruft, was die später an Gewinn machen. Das heißt, die größten drei amerikanischen Internetkonzerne machen in Zukunft doppelt so viel Gewinn wie alle größten europäischen Konzerne zusammen. Das ist ja richtig extrem. Das heißt, die europäische Wirtschaft ist praktisch nicht mehr wichtig. Und wichtig ist eigentlich nur noch die fünf großen amerikanischen IT-Konzerne und Saudi Aramco mit dem saudischen Öl und dann noch ein paar von den größten amerikanischen Banken. Alles andere ist unwichtig. Das heißt, die ganzen derzeitigen künftigen Gewinne haben sich bei ein paar Unternehmen konzentriert. Und diese Unternehmen sind es auch, die das Weltwirtschaftsforum bestimmen und direkt und über das Weltwirtschaftsforum und über ihre Stiftungen wie die Gates-Stiftung und die Rockefeller-Stiftung eben auch bestimmen, was in der UN passiert. Und dann natürlich auch in den einzelnen Regierungen. Und das hat einen Endspielcharakter, weil das hat irgendwann nichts mehr, das funktioniert dann nicht mehr mit Marktwirtschaft. Wenn sich alles bei ein paar wenigen Konzernen konzentriert, die dann auch noch entscheiden können, so ist es ja bei den IT-Konzernen. Ne? Das ist ja nicht mehr so wie früher in der Werbung, dass die Werbung halt ein bisschen uns beeinflusst und Wünsche schafft und so. Das machen die ja auch, die IT-Konzerne, aber in ganz extremer Weise. Und die befriedigen sie auch noch selber mit dem, was sie produzieren. Und sie haben dann auch noch die Plattform, über die alle anderen, die irgendwas produzieren, verkaufen. Und die alle anderen brauchen, um überhaupt noch an die Leute, die von Google und Facebook und all denen beeinflusst werden, überhaupt noch ranzukommen. Und Apple. Also Apple nimmt ja von jedem 30% oder so, der irgendwas über den App Store verkauft. Und ohne den App Store können viele ja schon gar nicht mehr an ihre Kunden ran. Das heißt, die saugen alles auf sich. Und wo soll denn da irgendwie noch wettbewerbliche Marktwirtschaft zustande kommen? Das findet ja nur noch irgendwie so pro forma statt. Wenn man sich diese Wertverhältnisse anguckt, spielt das ja eigentlich keine Rolle mehr. Die haben alle Macht. Wenn irgendwo ein kleiner IT-Startup erfolgreich ist, dann wird er sofort aufgekauft. Also das gibt es überhaupt nicht mehr, dass Google Konkurrenz kriegt oder sowas. Ne? Und insofern hat es einen Endspielcharakter, weil es eigentlich nicht mehr weitergeht. Wenn alles bei denen ist, dann sind wir in einer feudalistischen Phase. Wenn wir von Google und Facebook letztlich
bestimmt bekommen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil wir es gar nicht merken, aber alles, was wir haben können, wollen und sollen, praktisch dort ausgeknobelt wird und auch nur auf ihren Plattformen verkauft wird. Die brauchen auch keine Marktwirtschaft, kein Wettbewerb als Entdeckungsverfahren mehr. Hier ist die Nachfrage, hier ist das Angebot. Und am Markt, im Entdeckungsverfahren, wie es immer so schön hieß, werden die richtigen Preise ausgeknobelt. Google und Amazon wissen ja alles über die Händler. Die kennen ihre Kostenfunktion. Sie wissen alles über die Nachfrage. Wir sind ja völlig ausgespäht. Im Zweifel, die bestimmen, was die Nachfrager sehen. Wenn Amazon nicht will, dass wir irgendwas kaufen, dann sehen wir das gar nicht von irgendeinem Händler. Also die können alles ausrechnen, die können die Preise bestimmen. Das hat nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun. Das geht Richtung Feudalismus, wo jeder seine Rolle bekommt und seinen festgesetzten Lohn und zu festgesetzten Preisen kaufen darf. Wir merken das nicht so, weil halt irgendwie die Preise schon schwanken. Aber und das Angebot auch wahnsinnig groß ist. Und da würde ich dann auch gerne einsteigen, dass wir trotz dieser Entwicklung ja einen unglaublichen Wohlstandswachstum hingelegt haben, nicht nur in Deutschland, auf der Welt. Gut, zugegeben, in Deutschland stagniert er. Aber tatsächlich hat das System, das Sie beschreiben, aus meiner Sicht wenig mit so klassischem Kapitalismus zu tun, weil im Kapitalismus soll ja eigentlich Wettbewerb herrschen und das beste Produkt gewinnen, dann zu den verschiedenen Preisen. Deswegen tue ich mich manchmal ein bisschen schwer damit, wenn man diese pauschale Kapitalismuskritik äußert, weil das System, das wir haben, ist gar nicht so kapitalistisch. Wir haben keinen freien Markt. Sie sprechen auch viel über Deregulierung in dem Buch. Und Kapitalismus hat nichts mit freien Märkten zu tun. Ich zitiere in dem Buch ziemlich lang eine Vorlesung von Peter Thiel, dem Facebook-Investor und Palantir-Gründer. Der Titel war Wettbewerb ist für Verlierer, indem er das sehr klar beschreibt, dass, und auch sehr offen, dass man nur Gewinne macht, wenn man Monopolstellungen erzielt und dass es nur nur zwei Sorten Unternehmen gibt, die einen, die eine Monopolstellung erreichen und die kleinen unwichtigen Krauter, die im Wettbewerb stehen und die man vergessen kann. Und da hat er auch recht, weil Kapital sind ja letztlich künftige Gewinne. Das ist, was ein Unternehmen wert ist, ist seine künftigen Gewinne auf ihren heutigen Wert gebracht. Im vollständigen Wettbewerb, wie man in den Lehrbüchern haben, wo es keine Gewinne gibt, da gibt es auch kein Kapital in dieser Form. Da sind die Unternehmen auch nichts wert, außer dem Wert ihrer Anlagegüter, ihrer physischen Güter. Das ist der Unternehmenswert. Aber der macht heutzutage vielleicht 20% im Durchschnitt aus. Alles andere ist der Wert immaterieller Anlagen, sprich Marktmacht. Das sind Patente, das sind monopolartige Stellungen. Das macht den Wert von Unternehmen aus. Wenn die im Wettbewerb sind, haben sie diesen Wert nicht. Dann Microsoft, das nicht durch seine Patente und den Schutz geistigen Eigentums seine Software fürs Tausendfache dessen, was es kostet, die herzustellen, verkaufen könnte, wäre nur ein Bruchteil dessen wert, was es ist. Also Wettbewerb und Kapitalismus sind Gegensätze. Und noch zu dem, was Sie sagten, wir haben diesen Wohlstand erreicht. Das stimmt. Und ich schreibe auch in dem Buch, ich definiere und beschreibe nicht den Kapitalismus, sondern die Form von Kapitalismus, die wir heute haben und erreicht haben, was eine ganz andere ist als zur Industrialisierungszeit, wo es den Schutz geistigen Eigentums erst bestenfalls in Ansätzen gab und wo auch Karl Marx total beeindruckt war, was für eine Produktivitätsmaschine das war. Da wurde dieser große Wohlstand geschaffen und auch unser großer Wohlstand kommt aus der Nachkriegszeit,
wo wir den rheinischen Kapitalismus hatten und nicht diesen Kapitalismus, den wir jetzt haben. Aber dann hat sich der Kapitalismus ja nun auch weiterentwickelt. Und, der hat ja auch seinen Zweck erfüllt, zu dem Zeitpunkt, wo er vielleicht auch nützlich war. Ja, es passiert halt das, was im Kapitalismus inhärent ist, die Konzentration von Macht. Und dadurch hebelt er praktisch die Wettbewerbswirtschaft immer mehr aus. Und seit den 80er, 90er Jahren gab es auch für die breite Bevölkerung keine Wohlstandsgewinne mehr. Also bei uns ganz geringe. In den USA ging es rückwärts. Also die Reallöhne der Durchschnittsbevölkerung sind gesunken seit den Mitte 80er, 90ern etwa. Und das geht eben einher mit dieser extremen Macht- und Einkommenskonzentration. Das, was sich da oben so konzentriert und diese Monopolgewinne, die müssen ja irgendwo herkommen. Und das ist, dass einfach jeder ein bisschen mehr bezahlt und ein bisschen weniger Lohn kriegt. Das ist. Ich würde argumentieren, dass in anderen Teilen der Welt sie durchaus noch von dem System profitiert haben, aber weil sie wahrscheinlich auch in einer anderen Phase noch waren. Also wenn wir jetzt über den asiatischen Raum sprechen. Und okay, ich will mal China hier ausklammern, weil die halt eine ganz andere Art des Wirtschaftens natürlich haben und das nicht unbedingt vergleichbar ist. Ich würde noch gerne auf den Punkt Deregulierung eingehen, der natürlich auch immer das ist auch immer ein Argument, das genannt wird. Nun würde ich sagen, ja, Deregulierung fand in dem Finanzmarkt massiv statt. Allerdings in anderen Branchen und Bereichen, nehmen wir mal Deutschland oder die EU, wurde extrem viel durchreguliert. Und ich erinnere mich an ein Interview, das habe ich vor Jahren geführt, wo es darum ging, dass die ganzen EU-Vorschriften, ich glaube, das war in der Baubranche oder so, es kann auch sein, dass es Deutschland war, dass das so viele Bücher füllt, dass es wahnsinnig schwierig ist, auch für kleine Unternehmen da Fuß zu fassen. Und das liegt an der Regulierung und gar nicht so sehr jetzt an dem monopolistischen Charakter des Marktes. Ja, das ist aber auch Teil des Systems. Also ich weiß noch, ich war in einer Pressekonferenz oder in einer Diskussion. Das war damals der Chef von der Hypo Vereinsbank. Der hat auch ganz klar gesagt, ja, wir haben überhaupt kein Problem mit der Regulierung. Für uns ist das gut. Ne? Bei den Banken ist das ja ganz extrem. Eine Großbank muss zwar ein bisschen mehr liefern als eine kleine Volksbank, aber jede kleine Volksbank auf dem Dorf muss diese ganzen verrückten Regulierungen, die eigentlich für die Großbanken gemacht sind, mitmachen. Und deswegen fusionieren die alle und können gar nicht mehr eigenständig sein. Völlig sinn- und zweckwidrig. Aber für die Großen ist das natürlich super. Die haben da eine Abteilung um diese Regulierungsaufgaben zu lösen für ihre 100.000 Mitarbeiter, ne? Und eine kleine Volksbank mit 5 Mitarbeitern, die kann das unmöglich machen und die mittelkleinen Banken können es auch nicht, weil das für sie viel zu teuer ist. Und wenn das nämlich ein Problem wäre für die Größen, dann würden die sofort ihre Lobbyisten losschicken und sagen, da muss was passieren und so. Aber das ist Teil der Absicherung der Gewinne der Banken, dass es diese Regulierung gibt. Aber die Regulierung, okay, man hat Einfluss durch Lobbyisten, selbstverständlich, das wissen wir auch, dass die überall unterwegs sind, aber trotzdem wird diese Regulierung dann von staatlichen Akteuren eingeführt. Das sind, also am Ende ist es, ob es jetzt der deutsche Staat ist oder in Brüssel diese Regulierungen gemacht werden oder Deregulierungen, wie auch immer. Das sind dann staatliche Akteure, die ja eigentlich über die Wahl legitimiert sind und aber eben nicht im Interesse offenbar des Wählers handeln. Also wo setzt man denn dann an? Sind es jetzt die Privatkonzerne schuld, die ja eigentlich nur in ihrem eigenen Interesse handeln? Oder gibt man die Schuld an den staatlichen Akteuren, die aber auch im Interesse der Konzerne handeln? Also die gehören zusammen. Das ist Teil des Systems. Also das gibt gewisse Schutzmechanismen, dass das nicht zu extrem wird, die aber mit der Zeit abschleifen. Also Demokratie ist halt so ein Korrekturmechanismus, der das irgendwie begrenzt und der Rechtsstaat. Aber je stärker sich die Macht und das Geld eben konzentrieren,
desto mehr wird es eben ausgehebelt. Das ist eben auch ein Prozess, der immer weitergeht. Man muss ja nur nach Amerika schauen, da sind sie immer 10 Jahre weiter, ne? Und da sieht man das ja im Extrem. Da geht es ja nur noch darum, Geld beizuschaffen. Jeder Abgeordnete, der in irgendeinem Ausschuss was zu sagen hat, er wird nur was zu sagen haben, wenn er mehr Geld von den Lobbyisten beibringen kann als ein anderer, dann wird er Ausschussvorsitzender. Und dann ist er aber auch praktisch schon Cheflobbyist von eben diesen Pharmafirmen, wenn es der Gesundheitsausschuss ist, oder von den Banken, wenn es der Finanzausschuss ist. Aber das sind ja diejenigen, die ja eigentlich demokratisch legitimiert sind. Und wenn man jetzt ganz wohlwollend ist, natürlich im Sinne des Volkes handeln sollten. Jetzt kenne ich die klassischen Argumente, die dann sagen, ja, man muss dem Staat mehr Macht geben, man muss die Abgeordneten ordentlich bezahlen, damit sie nicht irgendwie von Lobbyisten gekauft werden können. Und wir brauchen natürlich auch Vermögensabgaben und so weiter und so fort. Und ich frage mich dann aber, warum sollte ich dem Staat, ja, den handelnden Akteuren, die diese ganzen Sachen machen, mehr geben? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, sie geben das ja nicht, das holt er sich ja. Ja, aber klar, das nützt alles nichts, solange das kapitalistische System dahinter so ist, wie es ist, solange eben die Apple und Google und Microsoft so unglaublich und ihre Stiftungen so unglaublich viel Geld und so unglaublich viel Macht haben, können sie da mit kleinen demokratischen Sicherungen, die sie da ein bisschen verstärken oder abschwächen, können sie letztlich nichts ausrichten. Man muss an dieses System gehen, das eben diese Geld- und Machtkonzentration hervorruft. Ansonsten werden sie da nichts bewirken. Und die Macht ist so groß, also wenn Sie jetzt fragen, wie macht man das, ne? Das wird nicht gehen, bevor es zu seinem Ende gekommen ist. Aber das Gute ist, aus meiner Sicht, wir sind eben schon relativ nahe dem Ende, weil wir auf finanzieller Seite schon so extreme Politiken haben. Also wir haben jetzt 7,5% Inflation, in den USA sind es, glaube ich, 8 oder 9% schon, ne? Und trotzdem Nullzinsen, in den USA ein Tick drüber. Also wir haben im Moment 7% Minuszinsen, wenn man die Inflation abzieht. Und die Zentralbanken machen nichts, schieben immer noch massiv Geld ins System, damit es überhaupt noch funktioniert. Die EZB fängt gerade mal an, davon zu reden, dass sie so Mitte des Jahres dann ein bisschen weniger neues Geld reinschieben würde. Wenn man sich das vorgestellt hätte vor 5 Jahren, 7,5% Inflation, Nullzinsen und noch absichtliches Geldmengenwachstum, da hätte einen jeder für verrückt erklärt. Also das sind extreme Politiken, die im Moment stattfinden, nur um dieses Wirtschaftssystem, wo alles Geld schon bei ein paar wenigen konzentriert ist und die Wirtschaft nicht mehr richtig funktionieren kann, um das noch irgendwie am Laufen zu halten. Aber das wird nicht mehr lange gehen. Einige sagen, dass das nur eine vorübergehende Phase ist. Also das sagen Kritiker. Ja, wir haben eine inflationäre Phase, aber auch das wird vorübergehen. Oder, und das ist natürlich ein bisschen ein Taschenspielertrick, es pendelt sich auf einem höheren Niveau ein und dann merkt es auch keiner mehr. Also selbstverständlich ist es dann trotzdem auf einem höheren Niveau, aber tatsächlich gewöhnt man sich ja an vieles. Ja, also die Inflation ist Teil des Versuchs, das noch ein bisschen länger am Laufen zu halten, weil eben dieses Geld, was da in Umlauf ist, auf die Weise entwertet wird und letztlich wieder aus dem System geholt, wenn es nichts mehr wert ist. Auf diese Weise kann man es dann noch ein bisschen länger laufen, indem letztlich die Bevölkerung verarmt oder ihren Reichtum verliert durch Inflation. Hier würde ich argumentieren, weil Sie ja auch von den Monopolisten Alphabet, Meta, Apple, wo Apple kein Monopolist ist, es gibt ja auch natürlich noch andere Firmen wie Samsung und Amazon natürlich gehört zu diesen großen Tech-Giganten. Man kann in diesem System sich natürlich an deren Gewinn auch beteiligen mittels Aktien. Und
da muss ich persönlich sagen, in Deutschland gibt es mittlerweile, ich will sagen, vielleicht 15-17% Aktienbesitzer. Das heißt, es ist schon nach oben gegangen auf jeden Fall. Ich denke mir, dass man sich natürlich auch ermächtigen kann. Selbstverständlich ist es dann innerhalb dieses Systems, sich an diesen Gewinnen auch irgendwie zu beteiligen. Mag es noch so klein sein. Ja, wenn man Geld hat, aber das ist ein bisschen jenseits der Lebensrealität der Menschen. Die untere, wenn man so sagen, die Hälfte der Bevölkerung, selbst in Deutschland, selbst im reichen Deutschland, hat keinerlei Nettovermögen. Und das Vermögen, was sie haben, das ist im Zweifel das Auto, was vor der Tür steht. Mehr haben sie nicht. Ansonsten haben sie so viel Schulden, wie sie Vermögensgüter haben. Ne? Die untere Hälfte hat normal sowieso kein Haus. Ne? Aber da ist nichts. Ne? Die kommen irgendwie durch. Die müssen ja unglaublich viel Miete zahlen. Und aber auch hohe Steuern. Da muss ich ja auch Steuern, Miete, alles. Ne? Man kommt irgendwie durch. Wenn man sich da jetzt noch ein bisschen was abspart und eine Aktie kauft, da passiert ja jetzt nichts. Ne? Deswegen, ich meine, man kann auch Lotto spielen und gewinnen. Genauso kann man irgendwie... Ich würde behaupten, Aktien kann man wahrscheinlich besser... Also kennenlernen und lernen, als jetzt ein Lotto gewinnen. Man braucht Geld dazu und de facto ist das Aktienvermögen und wie alles Vermögen eben extrem konzentriert bei den obersten 10% und das auch nochmal beim obersten Zehntel von diesem Zehntel und auch dort wieder beim obersten Zehntel von diesem Hundertstel ist einfach extrem konzentriert, weil einfach die Einkommen auch konzentriert sind. Nicht so sehr, weil sie nicht so konzentriert sein können, weil man leben muss. Aber wenn ich mir vorstelle, wie vierköpfige Familien in Frankfurt überhaupt leben können bei diesen Mieten, das muss ja schon extrem schwer sein. Und in vielen anderen Städten, Hamburg und Stuttgart und Berlin geht es auch stark hoch, München, wie soll denn das gehen? Und wie soll man da dann irgendwie noch zum Aktionär werden und sagen, okay, ich werde jetzt auch wohlhabend, indem ich Aktien kaufe? Es ist vielleicht weniger wohlhabend, sondern eher als Absicherung, auch aufgrund der hohen Inflation selbstverständlich. Ich tendiere dann natürlich weniger, also natürlich ist mir bewusst, dass wir hohe Mieten haben, in den Städten sowieso. Und ich tendiere dann eher dahin zu gucken, dass das Einkommen einfach zu hoch besteuert wird. Also wir haben einfach eine extrem hohe Steuer- und Sozialversicherungslast in Deutschland, die nicht in allen Bereichen produktiv ist. Und die steigt auch immer weiter. Es ist ja nicht so, als würden wir sagen, okay, wir sind jetzt auf diesem Niveau und das bleibt auf diesem Niveau. Überhaupt nicht. Und da stellt man natürlich fest, dass untere Einkommen sehr hoch besteuert werden eigentlich im Verhältnis. Und das liegt natürlich auch daran, dass wenn man viel Geld verdient, dann bleibt ja auch so viel übrig, dass es nicht so eine große Rolle spielt, dass da so viel weggeht. Nö, also wenn man Millionen verdient, dann geht man zu PricewaterhouseCoopers und sonst was und kriegt für eine halbe Million irgendwas zurechtgeschneidert, dass man keine Steuern mehr zahlt. So geht's halt. Ne? Da gibt es einen sehr großen Dienstleistungssektor im Finanzbereich, der dafür sorgt, dass man nur noch wenig Steuern zahlt. Und das sind halt Dinge, die sich bis zum oberen Bürgertum die Leute nicht leisten können. Die werden noch voll besteuert. Aber danach geht letztlich alles in irgendwelche Stiftungen oder sonst irgendwelche Konstruktionen, wo dann kaum noch besteuert ist. Man sieht es ja auch bei der Grunderwerbsteuer, ne? 6-6,5% ist die. Aber wenn das Kapital Grund und Boden kauft, dann ist das steuerfrei. Dann werden Share Deals gemacht, da gibt es eine Konstruktion, dieses große Gebäude oder die Ansammlung von Gebäude zu einem Unternehmen macht und unter bestimmten Bedingungen, wenn dieses Unternehmen verkauft wird, fallen keine Steuern an, aber keine Grunderwerbsteuer. Aber die Familie, die ein Eigenheim kauft, die schon einen großen Batzen ist? Die zahlt 6% Steuern drauf. Und so ist es bei ganz vielem, dass es einfach... Wie gesagt, da ist der Staat einfach Teil des kapitalistischen Systems
Und diese Dinge werden einfach immer extremer. Mal als das noch nicht so konzentriert war und als es noch die Konkurrenz des Sozialismus vor der Tür gab und so, ne, da waren die Steuern höher und also auch für die, die mehr Geld hatten, und gab es noch nicht diese Extreme, sowohl bei der Konzentration der Vermögen und der Einkommen als auch bei der Konzentration der Steuerlast auf die unteren Einkommen. Das ist ja auch nicht nur die Einkommensteuer, die ist ja, wenn man mal die Reichen außen vor lässt, die sie nicht mehr bezahlen, die ist ja schon einigermaßen progressiv und hoch. Aber es gibt ja auch die Umsatzsteuer, die ja auch ein Fünftel von unserem Einkommen letztlich wegsteuert, weil wir es bezahlen müssen, wenn wir was davon kaufen. Und das ist halt prozentual bei denen, die wenig Geld haben und das alles ausgeben, macht viel mehr aus und ist eben auch nicht progressiv. Da zahlt jeder gleich viel. Mir ist durchaus bewusst, dass wir eine Machtkonzentration von Konzernen haben, auch von Kapital. Und dass diese Nähe, diese klebrige Nähe zwischen Private-Public-Partnerships ein Problem sind. Das hat sich ja alles entwickelt mit der Zeit. Und ich finde es nur interessant, dass man immer so auf die privaten Konzerne geht, die ja auch eine gewisse Dienstleistung zur Verfügung stellen. Also ich meine, was Google zur Verfügung stellt, so sehr sie von meinen Daten auch alles nehmen wollen, aber sie stellen mir einen Service zur Verfügung. Auch Amazon stellt mir einen Service zur Verfügung und so weiter und so fort. Warum geht man nicht mit derselben Vehemenz zum Staat und sagt, ihr geht mit unserem Geld nicht gut um, die unteren Einkommen werden zu stark besteuert, wir zahlen obendrauf noch 19% Mehrwertsteuer und ihr baut neue Gebäude, seid überhaupt nicht fähig, überhaupt euren eigenen Haushalt ordentlich zu führen. Also ich finde es interessant, dass man immer in den privaten Bereich geht, klar, weil da mehr Kapital ist, das hat sich ja auch entwickelt, und nicht auf diejenigen schaut, die ja eigentlich durch unsere Wahl demokratisch legitimiert wurden. Ja, das ist, also was mich angeht, ist das halt Ausfluss meiner Analyse, dass die Macht bei den privaten Konzernen konzentriert ist und bei ein paar von denen. Dass damit das System funktioniert, ist es eigentlich am besten fürs Kapital, wenn es dann auch einigermaßen vernünftige demokratische Kontrollen und Transparenz gibt und all sowas, weil das System, wenn alles so konzentriert ist, irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Also das ist wie ein Fußballspiel irgendwie, ne? Wenn die einen zu mächtig werden, wenn Bayern München halt immer gewinnt, ne, dann interessiert es irgendwann keinen mehr, wenn schon nach zwei Wochen klar ist, dass wieder Bayern Meister wird und so. Und wenn das zu extrem wird, dann funktioniert es auch für Bayern München irgendwann nicht mehr. Es funktioniert jetzt, weil es eben die Champions League noch drüber geht, ne? Aber wenn man sich jetzt vorstellt, in der Champions League ist auch schon klar, wer immer gewinnt. Das ist dann irgendwann uninteressant. Von daher gehören so gewisse Kontrollen letztlich zum System. Aber das bewirkt dann nur, dass wir eben gleichmäßig und fair über den Löffel barbiert werden und nicht irgendwie offenkundig unfair und zum Wohle von genau einem, sondern das wird dann irgendwie besser aufs ganze System verteilt, dass jeder was davon abbekommt. Also ich verstehe auch das Argument der Kontrollmechanismen. Nur diese Kontrollmechanismen, die kommen ja vom Staat aus. Ist ja klar, woher denn sonst? Habe ich verstanden. Und deswegen würde ich sagen, man muss erstmal an den Staat appellieren, seine Arbeit ordentlich zu machen, dass da ordentliche Leute drin sitzen, dass man das... Ich meine, es ist ja schon irre, in was für einem Status wir uns hier befinden. Wir haben einen Kanzler, der verstrickt ist in einem Korruptionsskandal eigentlich. Ja, aber das ist ja auch typisch. Das ist eben Teil dieses Systems. Also Sie sehen eben stärker als ich hier den Staat und da die Konzerne aber und den Kapitalismus. Für mich ist das eines. Und in diesem System ist halt klar, wo die Machtkonzentration herkommt. Die kommt eben daher, dass die, oder es ist nicht klar, aber darum geht es mir, dass die Unternehmen abwesenden Eigentümern gehören
und die Unternehmen jetzt nicht irgendwie dafür da sind, möglichst gute Arbeitsplätze und gute Produkte zu liefern und möglichst viel davon, sondern möglichst hohe Gewinne, die nach draußen gehen an die abwesenden Eigentümer, die dann immer reicher werden. Das ist letztlich die Ursache dieser extremen Konzentration. Und da muss man letztlich ansetzen und damit, weil ich das als eines sehe, diese Macht im Balance von Google und Amazon gegenüber einem Scholz oder nehmen Sie Allianz. Sie können dann sagen, der Scholz muss weg, ne? Der ist zu nah bei denen, machen irgendeinen anderen hin, wird nichts bewirken. Der steht der gleichen Macht im Balance gegenüber. Und deswegen muss man beim mächtigeren Teil ansetzen. Aber da haben wir keinen Zugang. Und ich sage, ich würde andersrum agieren, weil wir ja diejenigen sind, die diesen Staat legitimieren durch demokratische Wahlen, die wir hier in Deutschland haben. Und deswegen sind das diejenigen, an die wir uns zuerst wenden müssen, damit die ihre Arbeit ordentlich machen. Weil wir haben ja natürlich Zugang zu den großen Konzernen, indem wir entweder ihre Produkte nutzen oder nicht. Wird natürlich immer schwieriger, das ist natürlich klar. Allerdings gibt es ja Alternativen. Ne? Wir sind ja beide, ich bin ja bei Odyssey beschäftigt, Sie sind auch auf der Plattform vertreten. Klar, wir reden hier über einen ganz kleinen Player. Nur man könnte, wenn man wollte, natürlich Alternativen finden. Das ist eine Arbeit. Das ist wirklich auch Zeit, die man damit verwendet. Das verstehe ich auch. Es ist oftmals unbequem und so weiter. Nur da denke ich mir, da könnte man noch sagen, ja, okay, der Mensch muss selber da gucken, wie er zurechtkommt. Aber die einzigen, die regulieren können, sind nun mal der Staat. Und deswegen würde ich da sagen, die müssen ihre Arbeit machen. Jetzt verstehe ich, wo Sie herkommen. Also meine Einschätzung ist, weder bei den Konzernen noch bei der Regierung wird man in der jetzigen Phase bei dieser Machtkonzentration und Geldkonzentration irgendwas bewirken können, weil das nicht mal David gegen Goliath ist, da passiert nichts. Was ich im Sinne habe, ist in großem Maßstab sowas wie 2009 in Island passiert ist. Also wer als die Subprime-Krise war und alles zusammenzubrechen drohte und auch viele Banken zusammenbrachen. Island hatte 3 riesige weltweit aktive Banken, ein kleines Land mit einer knappen Million Einwohner, die ganz riesenhafte Bilanzen hatten und die dann alle letztlich pleite waren. Da gab es massiven Druck auf die isländische Regierung, weil das alles ausländische Gläubige waren, die irgendwie rauszupauken, was die aber natürlich nicht konnten und auch nicht wollten, weil es viel zu groß war. Und was haben sie gemacht? Die haben die Banken aufgespalten in einen kleinen Teil dessen, was das Land brauchte, Zahlungsverkehr und Kreditvergabe im Land. Und in den riesigen anderen Teil, und dieser andere Teil durfte pleite gehen. Das hat dann die ganzen niederländischen, deutschen und englischen Banken sehr viel Geld gekostet, die Kreditgeber waren. Die Briten haben fast mit Krieg gedroht damals. Die haben das pleite gehen lassen einfach und haben Banker ins Gefängnis gesteckt, haben die Regierung abgewählt und zum Teufel gejagt und haben sich eine progressive Regierung gewählt und dem Land, obwohl das Missverhältnis zwischen den Verlusten der Banken und dem, was im Land eigentlich da war, so groß war wie nirgends, ist dem Land und der Bevölkerung kaum etwas passiert, weil die eben das Kapital nicht rausgepaukt haben, sondern gesagt haben, Kapital hat's gemacht, Kapital trägt die Verluste, geht uns nichts an. Ne? Und sind danach mit einer viel progressiveren Regierung auch dagestanden als vorher. Und das ist so das, was mir vorschwebt, wenn dieses Schneeballsystem, dieses Finanzschneeballsystem, was wir jetzt aus meiner Sicht im Endspiel haben, dann mal zusammenbricht, dann hoffe ich, dass genug Leute da sind, die sich auch vorstellen können, dass es anders geht und dass
die Verluste des Kapitals so groß sind, dass nicht mal unsere Politiker auf die Idee kommen, wie damals einfach das Kapital wieder rauszupauken. Damals wurden ja kleine bis mittlere Banken mit hunderten Milliarden letztlich rausgepaukt und letztlich das Kapital praktisch mit unserem Steuergeld vor Verlusten bewahrt. Ne? Das nächste Mal wird es so riesig sein, dass es hoffentlich gar nicht mehr geht und dass man von vornherein was anderes macht. Und dann müsste eben auch wieder mit einem anderen System angefangen werden. Ich würde an dieser Stelle noch gerne einen kleinen Exkurs machen. Und zwar zu dem WHO-Pandemievertrag, der nicht in, ich würde nicht sagen, dass der in aller Munde ist, aber es wird über ihn geschrieben und diskutiert. Sie haben auch was dazu geschrieben. Und ich würde Sie gerne an dieser Stelle fragen, weil wir auch über Machtkonzentration und so weiter sprechen. Was hat es mit diesem Pandemievertrag auf sich? Denn viele Leute sind der Meinung, dass dann die WHO bestimmen kann, wie auf die nächste Pandemie reagiert wird, über die nationalen Parlamente hinweg. Und ich persönlich habe das so verstanden, vielleicht habe ich auch einen alten Status, dass die, was auch immer kommt von der WHO als Response Mechanism, so wird es ja dann meistens beschrieben, immer noch von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden muss. Also wie ist da gerade der Status? So war ich auch gestartet, als ich diese Dinge gelesen habe und hab angefangen wollte, habe geschrieben, so schlimm wird's nicht, ne? Und dann angefangen und habe das dann mit der Zeit immer wieder umgeschrieben und musste leider sagen, ja, da ist schon sehr viel dran an dieser Sorge. Es gibt die internationalen Gesundheitsregulierungen. So heißen sie, International Health Regulations mit großem I. Das sind rechtsverbindliche internationale Verträge, die alle WHO-Mitglieder, fast 200, also praktisch alle wichtigen Länder, unterschrieben haben und die sind bindend. Also da ist letztlich nur noch das Grundgesetz drüber. Wenn Sie jetzt irgendwie im Grundgesetz widersprechen würden, dann wären sie nicht mehr bindend. Aber dem Grundgesetz widerspricht ja in Gesundheitsfragen nicht mehr viel. Ne? Also das Verfassungsgericht meint ja, wenn irgendjemand Gesundheitssorgen hat, dann kann man alles machen. Also darauf sollte man sich auch nicht verlassen. Und über diese, was da drinstehen wird, wird jetzt erst verhandelt. Ne? Aber über diese internationalen Gesundheitsregulierungen soll es gehen, ist zumindest ein Petitum von Teil der Akteure, dass die nachgeschärft werden. Und was dann so drinstehen wird wahrscheinlich, ist, dass alle Frühwarnsysteme haben müssen, dass auf alles Mögliche, was getestet werden kann, getestet werden muss, dass, wenn was gefunden wird, dass das gemeldet werden muss an die WHO und dass dann auch Reaktionen folgen müssen. Also zu sagen, naja, also wir haben früher auch nicht getestet, ne? Und wir machen jetzt auch nicht ein großes Ding, weil wir irgendein Virus gefunden haben, von dem wir noch überhaupt nicht, weil wir eben gegen alles testen im Moment, ne, wo wir noch überhaupt nicht wissen, ob der sich überhaupt durchsetzen würde. In der Vergangenheit gab es ja mit Sicherheit ständig neue Viren, die sich dann einfach nicht durchsetzen. Ne? Aber wenn man ständig auf alles testet, dann findet man ja auch was, ne? Zu sagen, na, da schauen wir jetzt erst einmal, was da passiert, das wäre dann nicht mehr möglich, sondern man muss das melden. Und wenn die WHO entscheidet, wie sie ja jetzt schon mehrmals, auch bei der Schweinegrippe, ne, hat sie ein Riesending gemacht, Pandemie verlangt ja nicht mal mehr viele Tote, wenn die sich entscheiden, ein großes Ding draus zu machen, dass irgendein Virus gefunden ist und dann den globalen Notstand wieder aufrufen, dann müssen auch die ganzen Gegenmaßnahmen kommen. Das, was jetzt während der Corona-Pandemie eher so informell kam, das wäre dann halt formalisiert und wirklich Pflicht. Es haben ja wirklich alle Länder das Gleiche gemacht, ne? Mit Lockdowns. Und da wurde eben Geld von der Weltbank und vom IWF, gab es nur,
wenn man auch Lockdowns gemacht hat und alle möglichen anderen Beschränkungen, das passiert dann halt noch verbindlicher beim nächsten Mal. Das heißt, wenn es jemand gäbe, der irgendwie so eine Gesundheitsdiktatur errichten wollte, wäre mit so einem Pandemievertrag, wenn er Einfluss auf die UN hat, dann nochmal deutlich leichter, weil es eben ständig irgendwas gibt, was man finden kann, wenn man das ausbaut, weil es letztlich eine politische Entscheidung ist, ob man jetzt den Notstand ausruft und weil die Gegenmaßnahmen dann auch verbindlich gemacht worden sind und jeder mitmachen muss. Also es ist schon sehr bedenklich. Also haben wir diese Zentralisierung von Macht auf privater und institutioneller Ebene, die sich natürlich dann auch auf unser aller Leben so auswirkt. Ich meine, wenn die WHO sagt, es muss einen Lockdown geben, wobei die gab es ja nicht überall. Ne? Da wird immer Schweden gerne als Beispiel genannt, da gab es keinen Lockdown. Ich aus meiner Sicht habe immer gedacht, okay, das ist so eine Art Kontrollgruppe, um zu sehen. Aber das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, was ich hier sage. Aber Sie lachen. Ich habe auch eine ähnliche Theorie. Ja, ist das so? Weil es schon interessant war, dass es dieses Land ausgerechnet war. Bei uns ist ja massiv die Überwachung und Kontrolle ausgedehnt worden. Und in Schweden ist da nicht mehr viel zu machen. Da ist die Transparenz, Überwachung und Kontrolle schon so extrem. Also wenn es einem darum geht, das irgendwie nach vorne zu bringen, dann braucht man in Schweden nicht mehr viel zu machen. Und das ist ja auch das, was Sie stark kritisieren, ist diese Art von Digitalisierung von allem, also dass man gar nicht mehr ohne kann, also ohne Handy, und das natürlich die Überwachung perfekt macht. Sie kennen das Argument, man hat ja nichts zu verstecken, aber wenn es jetzt an die Gesundheitsfragen gekoppelt wird, das ist dann schon nochmal ein ganz anderes Niveau als jetzt unser Einkaufsverhalten oder so ähnlich. Ist das die Sorge, dass Sie sagen, wir wandern in eine Art Gesundheitsdiktatur, in eine digitale Gesundheitsdiktatur? Ja, also es ist erklärtes Programm. ID 2020 ist von denen, die ich erwähnt habe, ja, erklärtes Programm seit einigen Jahren, Weltwirtschaftsforum, Rockefeller Stiftung, Gates Stiftung. Da geht es darum, jedem eine biometrisch-digitale Identität zu geben. Und von diesen Kreisen wird es durchaus auch so eingeordnet, dass man mit den Impfpässen, mit den digitalen, genau das erreicht. Die werden jetzt auch international standardisiert. Man braucht die bei uns jetzt, nachdem die Maßnahmen abgebaut werden, erstmal nicht mehr, diese Impfpässe. Das macht aber nichts, weil fürs internationale Reisen sind sie ja immer noch nötig. Und das ist auch dort, wo das immer eingeführt und ausgebreitet wird. Das heißt, die werden jetzt international harmonisiert, sodass sie auch gegenseitig ausgelesen werden können. Und das bleibt auch. Ne? Das brauchen ja nur die USA zu sagen, bei uns kommt man nur mit Impfpass rein und da muss das, das und das drinstehen. Ne? Das ist dann der Standard. Das macht dann die EU auch. Und wenn es die USA und die EU haben, dann macht es auch der Rest der Welt. Und dann hat man so einen Standard mit einer digitalen Identität über die Impfpässe. Die werden verknüpft, daran wird gearbeitet mit ist ja auch kein Ding über Smartphones, digitalen Personalausweisen oder Reisepässen, sodass man das gleich beisammen hat. Und dann kann man eben jede Bewegung von jedem nachvollziehen. Da hängt dann letztlich ein ganzes Dossier dahinter. Die wichtige Sache ist ja, wenn man so eine digitale Identität hat, dann ist das völlig automatisierbar. Wenn jetzt so viele Leute Joe Smith heißen und so, man kann zwar alles über die rausfinden, aber man kann nicht ein Programm über alle Erdenbürger laufen lassen, ne, und für jeden Joe Smith jede Information richtig zuordnen, ohne da sehr viel Arbeit mit zu haben. Aber wenn es eine
klare, global harmonisierte Nummerierung gibt. Und diese Nummer gibt es nur einmal. Und diese Nummer wird auch verwendet, wenn ich zu einem Konzert gehe oder wenn ich mich bei der Bank irgendwie einlogge oder sowas, ne? Dann kommt automatisiert alles in diese Datenbank und auch zuverlässig. Und das hängt dann mit dran, wenn ich auf Reisen gehe. Und das bedeutet, dass die USA sind da ja völlig skrupellos, ne? Die sagen dann, wer rein will, muss uns Zugriff zu dieser Datenbank geben und dann muss man sich da nackig machen, ne? Das heißt dann zwar freiwillig, aber die Freiwilligkeit ist halt so nach dem Cookie-Banner-Prinzip, ne? Entweder du sagst ja oder du bleibst halt daheim. Und in diese Richtung geht's und das ist auch erklärtes Programm, dass man wirklich die ganze Weltbevölkerung so einer automatisierten Überwachung, Kontrolle zuführen kann, dass praktisch alles, was die machen, was irgendwie Ausweispflicht oder also Ausweis im Sinne von zeigen, wer man ist, ne, hervorruft, dass das alles letztlich zu einem neuen Datum in der Datenbank führt und dass jeder da seine Datenbank hat, die dann zentral von irgendeinem Rechner aus abrufbar ist. Natürlich auch gehackt werden kann, aber aber demnach ist ja der letzte rebellische Akt das analoge Leben sozusagen. Wir schauen mal, wie es kommt. Also ich bin ja der Meinung, dass es immer noch dass immer komische, disruptive Ereignisse passieren und deswegen der Plan mag so schön ausgearbeitet sein, wie er ist und trotzdem kann er irgendwie anders laufen. Deswegen schreibe ich noch, ja. Ja, wunderbar. Herr Hering, vielen Dank für die Zeit. Ich danke Ihnen. Und jetzt habt ihr es gehört. Wir wollen natürlich auch Google und so ein bisschen Konkurrenz machen und YouTube. Das heißt, ihr könnt mir und selbstverständlich auch Herrn Hering auf Odyssey folgen, weil ein paar Entscheidungen bleiben uns natürlich immer noch überlassen. Wenn euch das gefallen hat, kommentiert, liked, abonniert sehr gerne. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr mir sagen, warum. Aber schreibt trotzdem einen Kommentar. Danke.